Schon 1977 war Dieter Burmeister klar, dass wohl kaum jemand wirklich einen High-End-Vorverstärker braucht. Ihm war das egal. Darum hat er ihn einfach für sich selbst gebaut. Wer hätte gedacht, dass daraus trotzdem eine solche Erfolgsgeschichte werden würde? Wachstum war nie unser Ziel. Wichtiger war uns immer die Klangqualität. Um Produkte zu bauen, die uns selbst jeden Tag Freude bereiten. Scheinbar begnügen wir uns mit kleineren Stückzahlen als andere. Scheinbar sind wir irgendwie altmodischer, fertigen immer noch von Hand, setzen immer noch auf Made in Germany. Trotzdem sind wir nun die letzte selbstständige High-End-Manufaktur dieser Art. Oder gerade deswegen? Scheinbar geben unsere Anlagen mehr als Frequenzen wieder. Bestehen aus mehr als Komponenten und Messwerten. Scheinbar erfüllen sie die Ohren und Herzen derer, die ihnen lauschen. Vielleicht gibt es so etwas wie eine Seele in unseren Anlagen. Beweisen können wir das natürlich nicht. Aber wir können so handeln. Vielleicht waren wir weniger schnell zufrieden mit uns selbst als andere. Irgendwie haben wir wohl unsere Träume als Meilensteine der HiFi-Geschichte Realität werden lassen. Scheinbar ist Größe nicht alles. Ist vielleicht sogar Kleinheit der Schlüssel zum Erfolg. Immerhin sind unsere Mitstreiter für den guten Klang zu Dutzenden von großen Konzernen und Investoren geschluckt worden. Das tut uns weh, weil wir diese Kollegen geschätzt haben. Für uns bedeutet unsere Unabhängigkeit daher mehr denn je zuvor alles. Burmeister Audiosysteme, so liest man, haben etwas, das zwischen Himmel und Erde entsteht. Etwas Mystisches. Etwas, das den Zuhörer die Augen schließen und sich nur der Musik hingeben lässt. Burmeister an, Welt aus. Woher das kommt, wir wissen es nicht. Vielleicht ist es ja die berühmte Berliner Luft, die uns Flügel verleiht. Nicht wenige große Musiker hören ihre Werke am liebsten auf unseren Anlagen. Auch weil sie die Stimme des Künstlers sind. Ehrlich, authentisch, ohne Schönfärberei. Verdammt live. Gelegentlich unverzeihlich und daher so mitreißend. In diesen Momenten stehen sie dann vor einem. Elvis und die Beatles, Karajan und Bernstein, Adele und Rihanna und all die anderen, die wir eben noch so weit weg glaubten. Das ist unsere Mission. Darum leben wir. Für den feinen Klang. Und manchmal könnte man meinen, er lebt ein bisschen auch für uns. Scheinbar.